dass wir ein Jahr nach der Invasion der Krim einem Projekt wie Nord Stream 2 zugestimmt haben. Das ist die Dokumentation der Abwesenheit jeglichen strategischen Denkens in Deutschland. Aber in Russland gab es ja wohl so ein strategisches Denken. Ja, auf jeden Fall ist eindeutig, und das seit 2001 herlang, was Putin vorhat. Er hat 2001 in seiner Rede, die mit Standing Ovation im Deutschen Bundestag gefeiert wurde, gesagt, dass er im Grunde genommen eine Trennung Europas von Nordamerika erreichen will. Er hat ein Angebot gemacht an uns. Er hat ein Angebot gemacht, einer deutsch-russischen Verbindung, einer europäisch-russischen Verbindung, mit dem Ziel, die USA aus Europa herauszudrängen. Dass Deutsche dazu jubeln konnten, wissen, dass wir der einzige Staat der Welt sind, der abhängig ist vom nuklearen Schutz der Vereinigten Staaten von Amerika, weil wir auf den Besitz von Atomwaffen verzichtet haben. Wie man dazu jubeln kann, verstehe ich nicht, aber ich bin heute auch kein Abgeordneter.